So, da, Freunde. Ja, da bin ich wieder. Es geht wieder weiter mit Zelda Majora's Mask. Oh, endlich kann ich wieder diesen epischen Satz bringen. Ja, ihr wisst ja, auch durch mein Infovideo und vielleicht auch der Paper Mario schaut, dass ich mich im Umzug befand und deshalb es eine Zeit lang nicht weiterging. Aber das ändert sich jetzt, Freunde. Jetzt können wir endlich wieder weitermachen. Und ja, eigentlich gibt es ja schon gar nicht mehr so viel zu tun, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben alles in diesem Spiel erreicht, was man nur erreichen kann, außer die ganzen Herzteile zu sammeln. Uns fehlen nämlich nur noch genau 4. Und ein Glück weiß ich auch, wo sich diese 4 Herzteile alle befinden. So, wir werden jetzt erst einmal die ganzen 4 Herzteilen holen, klar, logisch. Ich muss nur erstmal überlegen, wo denn diese ganzen Herzteile überhaupt waren. Ihr wisst, ich hatte ja jetzt eine kleine Pause, von daher ist ein bisschen doof. Ich habe es nämlich mittlerweile vergessen. Das ist ein bisschen doof. Auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern, dass ein Herzteil beim Keaton-Fuchs übrig war. Das ist doch schon mal geil. Gut, kann ich mich wenigstens an eins erinnern. Und ich habe da die Maske der Nacht rausgeholt. Das erinnert mich an die Großmutter von Andrew. Und da müssen wir dann wahrscheinlich auch sicherlich nochmal hin. So, wo haben wir denn die Fuchsmaske? Da. Und ich hoffe wirklich, dass ich es dieses Mal nicht verkacke. Oh Mann, das wäre jetzt eigentlich richtig scheiße. Dann versuche ich es jetzt schon zum dritten Mal und schaffe es trotzdem nicht. Ich glaube aber, dass das der Fall sein wird. Nein, ich muss positiv denken. Ich schaffe das. Heppa, weg mit der Kacke. Reden. So, Keaton Fox. So. Wir Keaton Füße erkennen an Glanz. Ja, ja. Hm. Aber du scheinst ein gutes Kind zu sein. Lass mich dich prüfen. Beantworte dies. Wähle eine der 3 Antworten. Wohin möchte Cremia, Besitzerin der Romani Ranch, die Milch liefern? In den Kuriositätenladen, in die Milchbar oder in den Gasthof zum Eintopf. In die Milchbar. Jawohl, das war richtig. Nice. Beantworte dies. Wähle eine der 3 Antworten. Auf welchem Gebiet ist Anju, also, oder Anju, wie ich sie immer nenne, die Besitzerin des Gasthofs wirklich schlecht? Putzen, Briefe schreiben, kochen. Oh nein. Leute, erlaubt ihr mir, Self-States zu benutzen, damit ich das nicht dauernd immer wieder neu machen muss? Weil, kommt Leute, langsam wird es doof. Langsam habe ich die Schnauze voll, das immer wieder neu zurückzuspulen. Kochen, Briefe schreiben, putzen. Briefe schreiben. Ist sie da drin schlecht? Ich glaube nicht. Putzen? Woher sollen wir das wissen? Oder kochen? Ich weiß es nicht. Ich tippe einfach mal auf Briefe schreiben. Auch falsch. Seht ihr? Und genau deshalb habe ich das gemacht. Tut mir leid, aber ich habe echt keine Lust mehr, immer wieder neu zu starten. Kochen wäre richtig gewesen. Alles klar. Beantworte dies. Wie viele Kühe gibt es auf der Romani Ranch? 2, 3 oder 4? 1, 2 oder 3 wäre eigentlich lustiger gewesen. Aber was soll's? 4? Falsch. Ja, das wäre das zweite Mal, wo ich abgekackt hätte. 3! So ist es natürlich leicht gemacht, weil ich weiß, dass ich es zu 100% jetzt schaffen werde, aber ich habe langsam keine Lust mehr drauf. Wie viele Hühner sind in der Scheune darum? Leute, so auf so einen Scheiß achte ich doch nicht. Es gibt dort keine Hühner. 2 oder 1? Auf der Romani Ranch. Ich glaube, es gibt dort gar keine. Nö, falsch. Gut, dann sage ich 2. Auch falsch. Dann ist das also 1. Och man, Leute, ich fühle mich so verdammt schlecht. Beantworte dies. Wähle eine der 3. Wie heißt der Bürgermeister von Unruhstadt? Babur, Kagur oder Dotur? Freunde, woher soll ich denn diesen Scheiß wissen? Besonders nach einer 3-wöchigen Pause. Babur ist falsch. Dotur? Jawohl. Gut, sehr gut. Nimmst diesen Preis. Na endlich. Ich habe ihn nicht wirklich verdient, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Vielleicht werden sich unsere Wege bald wieder kreuzen, Kind. Ja, wie gesagt, ich habe ihn nicht wirklich verdient, den Preis, aber tut mir leid. Das würde sonst die ganze Zeit immer aufs Video draufgehen. Und wäre übelst beschissen. Immer wieder die Zeit nur zurückzuspulen und das immer wieder neu zu machen. Also, wenn ich das auf N64 zocke, dann würde ich das natürlich so machen müssen. Dann muss man da durch. Aber hier ist das ja auch ein LP und da kann man einmal drüber hinwegsehen, wenn ich dann einmal sowas wieder mal mache. Das ist sicherlich nicht so schlimm. So, dann hätten wir den Scheiß schon mal erledigt. So.
Jetzt begeben wir uns zur Großmutter von Anju, die sich ja genau hier befindet, in diesem Raum. Dort sitzt sie und schaut in ein Büchlein hinein. Wir werden jetzt die Maske der Nacht aufsetzen, zack, und werden mit ihr labern. Oh, die Anjus, lass uns dein Vater geholfen. So, und ich glaube, vier Giganten, hatten wir das gehört oder Karneval der Zeit? Ach, ist auch egal. Du willst also die Geschichte hören. Okay, also, es war einmal... Okay. Und jetzt ist ein Bild. Schon seit jeher tragen Menschen... Ja, okay. Ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das schon gemacht hatten. Ich weiß es ehrlich nicht. Du warst sehr brav, das ist alles, Hortus. Also sag mir, wann öffnet sich die... Keine Ahnung. Tja, dann müssen wir es wohl... Hä? Hä, ich glaube, ich hatte das doch schon gemacht, oder? Oder hatte ich... Moment. Ein Herzteil, uns fehlen jetzt nur noch drei. Eins bekommen wir, wenn wir in den Sumpf gehen und dort ein Spielchen spielen. Und zwar mit der Hexe. Da müssen wir aber den Sumpf erstmal wieder clean, sagen wir mal. Dann einmal die 5000 Rubine auf der Bank. Und ich glaube irgendwie aber, dass wir wirklich trotzdem zur Großmutter gehen müssen, dass uns da eins fehlt. Das war eigentlich so angedacht, dass das so ist. Ja, Freunde, ihr seht, ich bin jetzt völlig daneben. Ich habe nämlich keinen Plan mehr, was wir jetzt schon gemacht haben und was nicht. Das ist jetzt mein etwas größeres Problem. So. Ich merke auch, Anju kommt gerade rein, aber ist egal. So, vier Giganten hören wir uns nochmal an. Das willst du also hören? Alles klar. So. Ja, wieder dasselbe Bild. Das ist aber egal. Ach komm, jetzt hör auf zu labern hier, ey. Ich frage mich, wer das wirklich durchliest. Das macht, glaube ich, keiner. Bravo, Junge, hat dir die Geschichte gefallen, Tortus? Was haben die Leute denn getan, um die Giganten zu rufen? Sie sangen ein Lied, keine Ahnung. Oh, wirklich? Aber du hast brav zugehört. Deshalb bin ich froh. Ja, das, das Ding ist, das haben wir schon gemacht, wenn das so. Und es ist jetzt schon der zweite Tag, wie man sehen kann. Karneval der Zeit. So, jetzt werden wir das alles nochmal wegdrücken. Jetzt kommt nochmal dasselbe Bild. Ich glaube wirklich, dass wir hier, dass hier noch uns ein Herzteil fehlt. Und wenn nicht, dann muss ich nochmal nachgucken. Das war alles. Also, sag mir. Ich mache hier nochmal ein Test-Date am Vorabend des Festes. Dann sagst du, sehr brav. Du bist ein guter Junge. Ich bin sehr stolz auf dich. Als Belohnung kriegst du auch etwas Süßes. Ah, da hätten wir's. Gut. Also einmal, also bei der zweiten Geschichte, ja, also bei den vier Giganten, müsst ihr keine Ahnung drücken. Und wenn ihr die erste, also Karneval der Zeit, euch anhört, dann müsst ihr, ja, das erste, wie man gesehen hat. Also man muss die Frage beantworten. Gut, dann hätten wir das geklärt. Zwei Herzteile haben wir. Jetzt fehlen uns nur noch zwei. Und diese zwei sind offen. Ja, wir müssen jetzt uns auf die Suche nach 5000 Rubinen begeben. Langweilig. Das wird das letzte Herzteil sein, was wir einsammeln. Deshalb werde ich jetzt erstmal ins Startmenü gehen und erstmal nachgucken, wie denn der Teleportationszauber geht. Moment. Moment, vielleicht kriege ich es auch so hin. Oh yeah. Oh yeah. Wenigstens das habe ich noch behalten, Freunde. Goodie. Das ist auch immer schön. So, wir wollen jetzt nämlich Sümpfe des Vergessens oder Dämmerwald? Dämmerwald war das, glaube ich, wo wir dann zum Tempel kommen. Ja, ist, glaube ich, richtig. Ah, zack! Ja, und da porten wir uns jetzt zum Dämmerwald-Tempel. Moinsen! Denn hier müssen wir ja gegen den Boss kämpfen, damit wir den Sumpf wieder normal machen, sag ich mal. Also von dem Fluch zu befreien. Das geht so, indem wir jetzt nochmal die Dekomaske aufsetzen. Das Lied kann ich, beherrsche ich irgendwie aus irgendeinem Grunde auch noch. Seht ihr? Und gleich sogar ohne einen Fehler gespielt. Ich bin stolz auf mich. Yes! So, Sonate des Erwachens! Scheiße, Mann! Jetzt wird wieder eine riesige Flutwelle, ein riesiger Tsunami auf uns zukommen, aber wird nichts zerstören. Tja. Und bam, Alter. Das ist doch mal krank.
Und da ragt auch schon der riesige Tempel aus dem Boden hinaus. Ziemlich episch, wie ich finde. So. Jetzt werden wir uns reindrehen und dann... Das Schöne ist ja, man muss die Tempel ja nicht immer neu machen. Sondern wir brauchen ja einfach nur in das Licht dort vorne reinzugehen. Und wir teleportieren uns sofort zum Boss des Tempels. Das ist das Geile. Aber das wisst ihr ja, glaube ich, mittlerweile schon. Das ist aber auch relativ egal. Wir werden ja sowieso jetzt, das wird ja jetzt sowieso gezeigt, ob ihr es jetzt wüsstet oder nicht. Wir wollen zum Wächter dieser Höhle gehen, so wird es hier ausgedrückt. Man kann es aber auch zum Boss des Dungeons eher sagen. So, ihr wisst, dass wir ja die Maske der grimmigen Gottheit immer bei Bossen einsetzen können. So, jetzt sind wir der fette Oberlink mit der mächtigen Klinge und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie einfach doch dieser Boss sein kann. Ich habe aber auch eine neue Technik rausgefunden, wie man diesen Boss normal, also so ohne diese Maske, ganz schnell und richtig einfach in einem Zug besiegen kann. Ja, nicht mehr so Probleme, wie ich das damals hatte, sondern ich habe mich um einiges verbessert. Aber ich werde jetzt euch zeigen, wie man den hier richtig übelst ohren kann. Ey, du Arsch. Block mal nicht die ganzen Angriffe ab, Mann. Bam, bam, bam und zack, da bist du down, Mann. Was will er gegen uns tun? Also ich kann nur sagen, diese Maske ist einfach nur total OP. Damit kann man einfach nur alles wegfetzen, was einen sich in den Weg stellt. Richtig geil. So, er ist down. Wir gehen in den... in dieses Ding hier rein, in dieses schöne Leuchten. Setzen einmal kurz die Maske ab. Und, jetzt. Und der Kristall kommt um uns rum und wir teleportieren uns wieder hinaus. Der Boss war für uns kein Problem. Ja, mal gucken, ob ich... Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der Part überhaupt schon läuft. Das sollte aber kein Problem sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch das Herzteil holen, wo wir... Nein, wir werden uns zur Hexe hinstellen, wo wir das Minispiel spielen können und dann werde ich den Part beenden. Ja, so sieht es aus. Also, es wird noch zwei weitere Parts geben. Also diesen und zwei weitere. In dem nächsten werden wir dann die letzten Herzteile einsammeln. Und der letzte Part, wie ihr es ja eigentlich so gewohnt von mir seid, gibt es am Ende meines LPs ja immer noch so ein Abschlussvideo, sag ich mal. Wo wir ein bisschen rumdaddeln, wo ich euch Glitches zeige, wo ich euch Tipps und Tricks zeige, die ihr, wenn ihr das Spiel selber nochmal nachspielen wollt, die ihr dann vielleicht anwenden könnt und somit dann vielleicht ein bisschen besser vorankommt. Ja, das ist eigentlich immer so ein guter Schlussteil. Habe ich vielleicht schon öfters erwähnt und das wird dann der letzte Part sein. Nur mal so nochmal zur Planung, wie ich es mir jetzt gedacht habe, wie ich das jetzt alles hier gestalten will. So, die fette Goron-Maske. Wir werden total fett und wir sind so fett, dass wir uns durchs Wasser durchrollen können. Und bam! So, ohne Probleme, richtig rucki-zucki sind wir angekommen bei dem Bootsverleih, wo wir jetzt auch hin müssen, um unser vorletztes Herzteil zu bekommen. So, erstmal nochmal hier die... Upala, nee, die brauche ich nicht. Die Maske und Pfeil und Bogen. Da-da-la, da-na-na-na-da-la. Ah, sieht ja schon mal sehr schön aus, dass wir da oben schon 19 Herzen haben. Sind ja wirklich schon fast unkaputtbar, kann man sagen. So, Infocenter. Wir können hier mit der Hexe, glaube ich, sprechen. Kums, nee, Büro ist zurzeit. Bitte fragen Sie Magilan zur alten Schachtel am Rande des Sumpfes nach. Also, dann müssen wir das also auch noch nächstes Mal machen. Gut, im nächsten Part wissen wir also, was wir zu tun haben, nicht wahr? Müssen wir erstmal zum Magilan. Egal. Gut, bis zum nächsten Part. Es wird wie gewohnt erst wieder weitergehen. Jeden Tag ein Part. Heute mit Ausnahme zwei Parts. Also weiterhin bis dran. okay, jetzt habe ich mich ein bisschen doof versprochen. Weiterhin dranbleiben, Freunde. Bis dann und ciao.